3, 2, 1. Yeah! Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich hab's schon gesagt, mein erster Squad Builder Battle. Und es ist nicht irgendein Squad Builder Battle. Die österreichische Legende Zlatko Sladi Junuzovic hier in der UCL-Version. Besser Sladi, ich grüße dich. Für meine deutschen Freunde auch sicher ein Highlight. Bremer Legende, man kennt den. Geiler Typ auf jeden Fall. Sladi, solltest du das sehen. Grüße gehen raus und weiteren Grüße gehen an meinen Gast, an Shenya. Hallo Habibi. Hallo, willkommen. Okay, wenn das Sladi sieht, dann denkt sich, wem hat der hier ins Boot geholt? Das Problem ist, du hast so einen Boss geholt, wie genauso dumm du bist. Auch. Ah, ist echt so. Leute, ich habe leider Gottes in 50 Minuten meinen Livestream angekündigt. Ich kann nicht so viel blablablub reden. Ich kann euch nur darum bitten, den Daumen nach oben für Pato, den Daumen nach oben für Shenya und den Daumen nach oben für Sladi, die Legende. Und ich würde mal meinen, ja, wie gesagt, mein erster SBB. Wir rushen gleich mal durch. Shenya, du als Gast, du darfst reinhalten. Na, Heide. Heideland ist schon oben. Heideland. Ich habe 442, ihr wisst Bescheid, LM und Stürmer wird gesucht. Ich habe mich für meine Rapidler-Freunde entschieden. Ich werde einen von Rapid Wien reingeben und es ist Ullmann. Der Stürmer wird werden. Auch Hamburger SV, sollte den noch kennen, übelste Granate. Huang, Hisham Huang. Ich habe Haaland und Schobesberger aufgeschrieben. Ha! Gott sei Dank. Schobesberger hast du safe wegen Plays aufgeschrieben. Der, ja, war klar, nämlich meine, der war meine erste Wahl tatsächlich. Ich kenne dich doch. Okay, ich halte rein. Okay, also ich habe mich entschieden, links habe ich mich entschieden für, fängt mit M an, hört mit Atial auf, Martial. Was? Ja, Anthony Martial. Na, wo ist er? Komm, Brody. Hä? Taucht nicht auf, alles klar, dann machen wir es so. Und im Sturm habe ich aufgeschrieben oder mir geholt Lacazette. Alter, krank. Ich hätte nicht damit gerechnet. Schobesberger und Arnautovic aufgeschrieben. Aha. Okay. Krass. Überraschung ist da, Bratab. Ja, ich bin jetzt echt überrascht, Bruder. Hast du jetzt endlich den Daumen nach oben gegeben? Wenn du noch nicht den Daumen nach oben gegeben hast, dann mach's jetzt. Danke dir, Bruder. Bis gleich. Okay. Gleich eins aufs Maul. Rechtsflügel, ZM, ZM. Beim rechten Flügel, ey, da weiß ich jetzt nichts. Okay. Achso, ich fang an. Hey, ja, du fangst an. Okay, pass auf. Ich wollte dir ja unbedingt nicht verraten, wen ich gezogen habe. Da spielt Kerim Belarabi, 84er. Alter. Im rechten ZM habe ich einen Deutschen, der linkt natürlich super und heißt Havertz. Sag jetzt nicht, du nimmst Baumgartlinger. Ne, Lacazette braucht doch einen Link. Ah ja. Und da kommt auch ein Inform, eine richtige Abwehrmaschine. Den könntest du vielleicht sogar haben. Das ist, ja, hast du den? Nein, ich habe komplett anders gebaut. Ich habe nämlich überlegt, beim rechten Flügel Saint-Maxime, oder wie der heißt. Ich sag immer Saint-Maxime, mir egal. Und Pepe habe ich überlegt. Dann Grilic und Sabitzer Scream. Jetzt sehe ich gerade mal, was der für geile Werte hat, die Scream-Karte von Sabitzer. Was machst du mit Junuzovic? Hä, verstehe ich nicht. Ich weiß es nicht. Der hat immer noch keinen Link. Er braucht auch nicht. Ja, weil er eine Legende ist, ne? Ja, ist so. Der spielt auf null Chemie. Ja. Also ich riskiere, dass Junuzovic rauskommt aus dem Fahrrad. Okay, nein, stark bis jetzt. Haltest du Dankeschön. Rein? Yes. Okay, Bruderherz. Ich habe mich entschieden für eine rote Weekend-League-Karte with some Ben Yedda. Wow. 85. Ja, dann kann ich das schon weglegen. Das ist so. Dann habe ich mich entschieden für Osman Dembele. Und der nächste Spieler ist, boah, das ist irgendjemand, Bruder. Aber ich wusste nicht, wem ich nehmen soll. Habe ich mich entschieden für Zinedine Zidane. Die mittlere. Das gibt's doch gar nicht. Ich dachte, vielleicht verarscht mich auch. Ich bin mit Rashford, Chong und Wijnaldum gegangen. Weiter geht's. Außenverteidiger links und rechts. Ich habe geschrieben auf diese Spieler und ich hoffe, ich habe vielleicht einen, aber irgendwie erscheint es, wir bauen relativ gut. Ich glaube, links könntest du diesmal haben. Da habe ich mich für David Alaba entschieden. Rechts. Ich habe mich so gefreut, dass du den vorhin aufgeschrieben hast und ich hoffe, dass du den diesmal nicht aufgeschrieben hast. Es ist Mike Witt. Ach Mann, ich dachte, du gehst mit Trippier. Und links? Alaba.
Da möchte ich gerne Bernie sehen. Ja, Bernie kommt, höchstwahrscheinlich. Okay, ja. Dann halte ich ran. Er hatte links nur 50-50 Möglichkeit. Ich hätte beide aufschreiben können, aber ich habe mich dagegen entschieden. Wir machen es auch fair. Let's go. Also du hast den Safe, also da brauche ich ihn eigentlich gar nicht. Ich nenne ihn und du sagst, ob du ihn hast oder nicht. Ich fange aber rechts an. Ich fange aber rechts an. Da habe ich einen aus Frankfurt, der Danny da Costa. Und links, pass auf, ich sag ihm, bevor ich den Valici. Okay, Gott sei Dank. Hast du aufgeschrieben? Ja, Gott sei Dank. Okay, alles klar. Und ich habe zwischen Klostermann und Danny da Costa geschwankt, habe mich aber für Klostermann entschieden. Okay, beide Linksverteidiger raus. Entscheidend, sehr entscheidend das Ganze jetzt. Inshallah ist das entscheidend, Bruder. Habe ich das jetzt so genommen oder nicht? Okay, der erste Spieler, den ich nehme, habe ich den nicht gekauft? Der erste Spieler, den ich nehme, ist Akanji. Der zweite Spieler, oh Bruder, ich habe Angst. Ich habe Angst. Kababa. Der zweite Spieler ist Konaté. Und der dritte Spieler ist. Der ist ein Schweizer. Mvogo. Mvogo, ja. Ich habe Neuer, Süle und Hernandez. Boah, Gott sei Dank. Glück gehabt. Das gibt's doch gar nicht. Okay, Bruder, ich halt rein. Ich wusste echt nicht, was du machst. Ich wusste nicht. Okay, hast du Liga gewechselt? Nein. Okay, ich habe Liga gewechselt. Wie geht das? Da bin ich gespannt. Wirst du gleich sehen. Also im Tor habe ich Rufier in Form. Ja. Vielleicht hast du den auch, weil du gerade so komisch es angedeutet hast, aber egal. So, dann habe ich Koscielny und Zuma. Zuma kannst du rausmachen. Ah, fuck. Ich wollte zuerst Laporte nehmen, aber dachte ich mir, der ist zu offensichtlich. Oh, ich habe Glück, weil ich wusste halt, dass Doucouré einen grünen Link braucht und dann hast du gesagt, dass du wechselst, hast die Liga gewechselt, habe ich mir gedacht, hä? Wie geht das? Und dann habe ich mir gedacht, du hast eine Icon genommen, Blanc zum Beispiel. Ja. Aber Gott sei Dank, also ich habe Zuma, Rüdiger und Lloris. Oh, okay, Zuma weg. Alles klar. Dann würde ich mal meinen, ich lade dich ein. Hast du jetzt den Daumen nach oben gegeben? Du gerade das Video siehst. Ich hoffe, weil wenn du keinen Daumen nach oben gegeben hast, werde ich erst nächstes Jahr wieder einen SBB aufnehmen. Ab ins Spiel. Hör mal auf drehen. Guck mal, die greifen einfach nicht an. Ja, ich hab's gerade gesehen. Ups. Aber Dobnik, der hat einen Fehler gemacht und nochmal einen Fehler. Und nochmal. Boah, das war, glaube ich, nein, das war Juan. Oh, was? Abseits, Gott sei Dank, aber schön gemacht. Schön gemacht. Danke. Ey, dieser Bellarabi, der ist echt gut, ey. Ja, der hat echt Pfeffer im Popo. Zlatko und das. Abseits, oder? Alter, Sladi, du sollst für mich spielen, nicht gegen mich. Schade. Alter, du nimmst mir ja richtig hops. Krass. Ja, ich versuche mich zu konzentrieren. Versuchst du dich zu konzentrieren? Ja. Hörst du auf, dich zu konzentrieren, bitte? Nein. Komm, das ist mein Torwart. Ja, stark, Koscielny. Oh, Glück. Scheiße, du kannst ja mein Bernier da abstoßen, merke ich gerade. Und Junuzovic! Schwierigkeiten! Junuzovic! Was macht der? Guck mal, der lacht sogar Pato. Tor, Vorlage! Leute! Slade, ich mach nie wieder ein Video über dich. Guck das mal an. Ey. Bam, erstmal ins Gesicht und dann. Krass! Ich bin absolut chancenlos, Bruder. Was? Come on, Alter! Ich dachte, du meinst, ich bin ein guter Spieler, aber ich bin 4-0 im Rückstand, Bruder. Torwart, stark. Wow! Hang Wei Chan. Juan. Ich dachte, dass Ben Yedder irgendwie Party macht, aber nein, der Silberspieler regelt das. Da, Sladi, guck her, wenigstens einer aus der Mannschaft, der mir hilft. Sladi, nein, du schießt für Shenya Tore. Sie sehen, nein. Ja. Ach, ich hab Torwart verschoben.
Okay, bis jetzt noch zwei Discards, okay. Mit dem lässt sich's arbeiten, ne? Ja, zwei Tage kommst du gut zurück. Krank! GG, Digga. Ja, GG, Bruder. Sehr, sehr stark. 2-4 verloren. Leute, mein erster SBB und ich hab verloren. Oh Gott. Und das auch noch gegen dich. Oh. Was will das heißen? Nein, GG, Bruder, hast echt, ich hab's auch ein paar Mal im Video gesagt, ich hatte echt, also im Spiel gesagt, ich hatte echt wenig Chance, ne? Muss ich holen. So, okay, kannst schon. Okay, ich weiß nicht, weil das war wieder bestimmt, so hast du gar nicht umgestellt. Also, ich picke mir den rechten Stürmer. Und den rechten ZM. Den rechten Stürmer und den rechten ZM. Hm. Ich habe zum Glück nur zwei Positionen verschoben. Nein. Das war der rechte Stürmer. Du hast leider Gottes einen Spieler vom FC Red Bull Salzburg getroffen. Das ist Juan. Sorry, Bruder. Ich muss dich leider discarden. Tut mir extrem leid. Wie machen wir das nochmal? Ah ja, hier. Schnellverkauf. Und Cyprien habe ich nicht umgestellt. Wo war Ben Yedder? Ben Yedder war linker Sturm. Och nein. Und linker. Also, ich habe nur Juan mit Ben Yedder getauscht und Ullmann habe ich mit Dembele getauscht. Och Mann. Auf korrekt. Versetzt, ja. Ja, genau, so ist es. Ich wollte jetzt zwei Stürmer nehmen. Ach Gott, ja, okay. Sei Dank ist es nicht gemacht. Ja. Aber gut, Leute, war mein erster SBB. Wie gesagt, ich war etwas unter Zeitdruck, tut mir leid. Wenn ihr trotzdem wieder Bock habt, das Pato durchstartet mit Squad Builder Battle, schreibt sehr, sehr gerne rein. Gegen wem soll das sein? Welche Spieler soll ich machen? Gebt wirklich einen Daumen nach oben. Checkt Jenja aus, checkt das Rückspiel auf seinen Kanal. Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Ihr wisst Bescheid, Jenja hat das letzte Wort. Ciao, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bye, bye. Danke, Pat, für die Aufnahme. Ich bin auch raus. Tschüss. Support nicht vergessen. Tschüss.